Willkommen zurück hier im Kessel bei Shantae und The Seven Sirens. Ja, im letzten Part haben wir einiges geschafft. Wir haben einen neuen Tanz erlernt, den Funkentanz von Seppel. Und gleich damit das nächste Labyrinth aufgedeckt und den Seefrosch erhalten, womit nun endlich Wasserpassagen passieren können. Ja, das war ein bisschen doppelt gemoppelt, ich weiß. Ah, nun gut, ihr seht schon, links gibt es zwei auf jeden Fall Wege, wo wir durchs Wasser können. Und ich würde sagen, machen wir uns direkt auf den Weg hin. Leider habe ich nach wie vor keinen Plan, wo wir den Code für den Raum vorne finden. Ich werde es einfach mal in jedem einzelnen Raum ausprobieren. Wo es sein könnte, dass wir den Seatanz einsetzen. Und was ist das hier für eine komische Passage gerade? Warum kriegen wir einfach so massenweise Geld geschenkt? Also ich beschwere mich nicht, aber... Ja, ja, ist gut, ihr habt mich getroffen. Dass die dann besiegt werden. Gute Münzen bringen die irgendwie mehr, keine Ahnung. Wenn es so beschäftigt ist, dass ich das wirklich in Ruhe zählen könnte. Mal versuchen, eine rote Münze eher zum Schluss übrig zu lassen. Ja, die bringen eins. Ups. Naja. Okay, 522. Ah ne, die roten Münzen zählen doppelt, dass sie dann nochmal erscheinen. Jetzt habe ich es auch gesehen. Okay, ich nehme das extra Geld gerne an, keine Frage. Okay, Krabbe, Spinne, Flamme, Auge. Krabbe, Spinne, Flamme, Auge, wisst ihr was? Krabbe, Spinne, Flamme, Auge. Wollt ihr sowieso ausprobieren? Macht der Refashion eigentlich auch was mit den... Ja. Sehr strange. Ich schau mal, ob ich damit nur Gegner, die auch in Sichtreichweite sind. Schade, aber man will sich ja nicht zu sehr beschweren. Ist jetzt wahrscheinlich unten die Tür offen, oder? Würde ich mir tatsächlich als erstes angucken. Und wir werden belohnt mit der Karte. Sehr schön. Dann sehen wir auch gleich, wie groß dieser Dungeon noch ist. So. Ah, tatsächlich fehlt echt nicht mehr viel. Können da jetzt wieder hoch. Und dann nur noch nach links zum Bossraum schon. Spannend. Aber der eine Herzchenfisch fehlt ja nach wie vor noch. Nee, nicht nochmal. Warum denn, Spiel? Nein! Ich hab's ja kommen sehen. Nee, oder? Mann. Welche Richtung ist auch erstmal egal. Ah, das ist der Raum mit dem letzten Herztönfisch, oder? Nein, dann kann ich hier nach oben durch. Ich nehme mir den schnell. Ich wusste die Frage, ob ich mit dem Newt-Sprung rüberkomme. Ja. Okay, dann ist erstmal wieder zurück. Ich habe gar keine Lust, hab hier dann nochmal durchzumüssen.
Ich hab's vergessen. Also, Krabbe, Spinne, Flamme, Auge. Ja, okay. Krabbe. Spinne. Flamme. Auge. Gar nicht so kompliziert, wenn man es weiß wie und wenn man sich mal einen kleinen Moment Sachen merken kann. Aber dafür gibt es ja die Screenshot-Funktion. Ich nur eine Sache ausprobieren. Ich habe nämlich hier Wasser gesehen. Ja, die Hoffnung hatte ich und sie bereitet sich. Es ist ein Shortcut, sehr schön. Okay, straighter nach links. Wir haben alle drei Herzzinnfische. Wir haben noch einen Schlüssel in der Hinterhand. Was können wir mehr wollen? Ich weiß, volles Leben wäre nicht schlecht, aber man kann ja nicht alles haben. Okay, jetzt haben wir volles Leben und Magie. Oh. Warum auch diese Geister nichts droppen? Lieber Leben als Magie. Aber hier sowieso komplett geheilt werden, also. Ja, bitte. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ah, Säbel um uns rum könnte gut sein. Ja, der war lustig, ich geb's dazu. Der Gesichtsausdruck von der Sirene. Seeteufel, Sirene, Tiefseewiderling. Die Attacke ist jetzt weniger furchteinflößend. Ui, aber die Augen machen gut Schaden. Ach, diese Münzritzel finde ich echt seltsam. Autsch. Wenn das auch irgendwie eine Anspielung ist, weiß ich nicht woran. Da sind wieder die, die schießen, oder? Ich sag's nur, trotzdem volle Kanne das ab. Kann ich jetzt auch irgendwann nochmal verletzen? Ich freue mich ja echt über das Geld, aber so richtig Bosskampf ist es irgendwie nicht. Ja, sehr schön. Maximaler Schaden. Die Attacke sind wirklich. Oh, ich hab doch noch den Flitzermolch aktiviert. Warum habe ich das Ding trotzdem abbekommen?
Ich meine, hier auch theoretisch unendlich viel Geld farmen können, wenn man genügend Muster hat. Ah, sehr schön. Die war jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Ich bin persönlich ein bisschen überrascht, nicht dass ich mich beschweren will. Aber vielleicht werden wir auch einfach nur besser. Wackelt Harmonie so. I never knew I could transform like that. You're capable of much more than you know. Huh? Ha! Ein Buch? Okay. Gute alte Pflichtbewusste Chantel. Ihre Magie kennen wir noch gar nicht, oder? Ach, da ist ja wieder Geisti. Hallo. You're right. Thank you. Okay, damit haben wir auch unseren nächsten Hinweis. Gibt es dafür irgendwie einen sinnvollen Beamraum? Weil Meeresgrund war doch das hier. Und stimmt, dann können wir jetzt hier weiter runter. Und wahrscheinlich auch links rein mit dem Frosch. Gibt hier natürlich auch genügend Räume, aber wir gehen erstmal dem, ne? Ich hoffe, dass damit wirklich dieser Meeresgrund gemeint war. Und jetzt nicht noch ein tieferer Ort. Ist auch möglich. Jetzt auch gar nichts einfällt, wofür wir noch einen Tanz bräuchten, um irgendwas auszulösen. Rechts, wo rechts runter. Nein. Und diese Frösche sind aber auch echt zäh. Ich glaube, da fallen wir echt ein bisschen schneller mit der Schildkröte. Okay, nach rechts. Ich würde tatsächlich ganz gerne aber erstmal dann dort. Ah ne, ich gucke mir erstmal hier den näheren Raum an. Gott, haben wir jetzt viel Geld durch diesen Bosskampf. Das war schon die vierte Sirene, die wir geplättet haben, oder? Endlich. Ups, das war eine Spiegelung, da habe ich die Mauer nicht gesehen. Ich sag mal, da gibt es irgendwie so eine glitzernde Stelle. Keine Ahnung, wie man da reinkommt.
Interessant, dass wir auch unter Wasser die Zauber wirken können. Genauso war es auch bei dem anderen. Ich zeige euch definitiv noch die Stelle. War ihn also schon grundlegend was, immer mal wieder die Schildkröte auch auszupacken. Außer mit seiner Laune. Irgendwie ein bisschen irritierend, dass man immer die schnelle Variante schon hat. Das ist ein bisschen, dass man die berühren muss. Ja, ich finde alle Verwandlungen sind ziemlich knuffig. Hier würde ich fast sagen, kommen wir jetzt in einen neuen Bereich sogar. Ah ne, das ist wieder Teil der Werft. Oh, als ob, der war doch schon quasi weg. Ich habe auch echt einfach nur einen Rückweg. Wie gesagt, wenn ich einfach nur Schaden nehmen würde, wäre auch schon ärgerlich genug, dass ich auch jedes Mal wieder an den Anfang vom Raum zurückgeportelt werde. Oh, der war... Ja, ich weiß, der war blöd. Der war einfach nur strunzdämlich. Es ist ja gar nicht so kompliziert oder schwierig, aber ich bin einfach nur zu ungeduldig. Da kommen wir definitiv noch nicht dran. Ich mag die versunkene Werftmusik. Der Übergang hier sieht auch echt geil aus. Ich frage mich, ob es denn überhaupt noch ein großartiges Gebiet gibt. Da bin ich langsam auch die Karte ziemlich vollständig sogar schon haben. Na ne. Blöde Lichtreflexion, ey. Das klingt so nach Beamraum. Ah! Spannend. Hier in die Mitte gibt es jetzt keinen Sinn für Numen. Dann gucke ich mich einmal kurz hier weiter rechts um. Und dann geht es noch tiefer. Ein Nugget. Okay, kommen wir noch nicht weiter. Wasserröhre, auch geil. Also, mit Wasser gefüllte Unterwasserröhre.
Jetzt sind wir in dem Rechnen, finden wir noch gleich raus, was es hier so zu entdecken gibt. Herzlein. Ja, ich schon. Ah, oh, einer fehlt nur für sogar gleich zwei Herzen. Würde ich sagen, gehe ich jetzt hier hoch. Dann will ich nämlich hier den Bogen und dann doch da in den Raum rein. Ich denke mal, das wird doch der Raum sein, wo wir dann jetzt hin sollen für den Fusionsstein. Sind überraschend häufig mit Geld gefüllt. Einmal kurz hier oben, aber ich denke mal, das wird nur ein Rückweg sein. Langsam sollten sich auch die ganzen Wege verbinden, nämlich miteinander. Ja. Finde ich zwar immer schön sowas, aber ja. Der doppelte Ladebildschirm hätte jetzt auch nicht sein müssen. Wir wollen ja auf 100% spielen, ich glaube, ich habe es so noch nie laut gesagt. Aber ich habe es jetzt immer in die Titel geschrieben. Ich glaube, es wird auch niemanden jetzt großartig überraschen. Können wir wieder gucken, was wir erst an neuen Karten haben. Auch nicht schlecht. Ah, Moor Frau und Moor Mann. Stimmt, der war eigentlich ganz cool. Mein Rätsel toll. Ich muss mir überlegen, ob wir die Dinger noch öfter mal besiegen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was wir neu haben? Ich glaube fast nicht. Der nächste Ladebildschirm. Nein, 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 nein. Weil ich da jetzt nicht noch den einen anderen Rückweg freischalten will, gehen wir gleich direkt zu dem Raum, den ich gemeint habe. Ah, das nervt doch echt. Alles runter und dann links, okay. Ich finde ein bisschen wie Pac-Man. Er sammelt dadurch so viel Knete, ey. Gab es da auch noch so eine Bedienkonsole? Hm. Ah, oder da neben dem Beamraum runter. Ich überlege, ob es irgendwie einen schnelleren Weg gibt zu dem Beamraum, aber ich glaube nicht. Komplett schon wieder vergessen, dass wir da auch noch den sehr, sehr auffälligen Weg hatten. Kann ich mich auch durchschwimmen? Nee.
Einfach nur der Deko wegen. Naja, war ein kleiner Umweg, wir haben ein bisschen was entdeckt. Hier wieder hochkommen, ich weiß es nicht. Ein sprechender Geisterhund. Niederträchtiger. Zwei Armbänder in den Minen oben. Okay, und ein Hundehalsband? Ich bin mega verwirrt. Grundlegend ganz cool. Aber warum müsst ihr denn hier wieder hoch den gesamten langen Weg? Es nimmt gerade ein bisschen Fahrt auf, ich bin spannend. Ich bin mal gespannt, was es mit den Meersirenen auf sich hat. Das klingt noch nach einer Armee, die vielleicht an der Whiskey Boots interessiert wäre. Hi du. Schon wieder die Rede von diesen Minen. Ah, ist ja sogar auf der Karte markiert. Spannend. Ich will wenigstens noch gucken, wohin das geht. Dann nehmen wir doch hier den Beamraum 1 über uns. Dann kann ich euch auf dem Weg gleich noch die Stelle zeigen, wo das Nugget ist. Und ich denke mal, da kommen wir mit dem Hintauchen hin. Und ja, statt mal Harmony noch schnell einen Besucher ab. Ist mir egal, wenn die Parts einen Ticken länger werden. Ich hab Spaß. Also rechts und hoch, hoch, immer nur hoch. Aufgeweckt haben. Rüsselmagie, schadet ja nicht. Genau, und hier bei dem Nugget. Ich finde es ein bisschen ungünstig, aber es war auch schon vorher so, dass der Magieknopf A ist. Ist noch irgendwas versteckt? Nee. Stimmt, wo ist eigentlich unser Onkel die ganze Zeit? Seitdem er uns da das Ventil gegeben hat, haben wir den auch nicht mehr gesehen. Nee, darauf habe ich keinen Bock, ich gehe hier runter. Was sagt das so?
Tatsache, okay, gut. Na, dann müssen wir schon mal unten durch die Werft durch, um da hinzukommen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part irgendwo hier in dem Bereich wieder. Dann können wir gleich noch rechts hier den Raum erkunden. Und dann geht's hoch zu den Minen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.